Also wir führen heute an diesem Tage Schwerlast- und Lkw-Kontrollen auf der A6, auf der Tank- und Rastanlage durch. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist die Überprüfung des Schwerlastverkehrs. Also bei den Kontrollen geht es heute um alles, was den Schwerlastverkehr betrifft. Es werden sowohl Fahrer überprüft, es werden die Papiere überprüft, es wird die Ladungssicherheit kontrolliert und es wird auch, die Fahrzeuge werden verwogen und natürlich, was auch dazu kommt, ist die technische Sicherheit der Fahrzeuge. Also von den Verstößen her kann die ganze Bandbreite natürlich festgestellt werden. Das fängt an bei den Sozialvorschriften, halten die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten ein. Es geht natürlich über das Kontrollgerät, können wir auch Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Dann geht es um die Ladung, entspricht die Ladung auch den Papieren? Ist die Ladung korrekt gesichert? Kann sie verrutschen? Kann sie vom LKW herunterfallen? Dann entspricht das Fahrzeug tatsächlich noch den technischen Vorgaben. Ist es verkehrssicher? Das fängt bei der Bereifung an, das geht weiter über die Bremsanlage und, und. Also da können zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Also es kann natürlich weitreichende Konsequenzen haben, insbesondere wenn ein Fahrzeug nicht verkehrssicher ist. Dann wird das einem Sachverständigen vorgestellt, das Fahrzeug. Und es kann so weit gehen, dass das Fahrzeug also an diesem Tage aus dem Verkehr gezogen wird und nicht mehr weiterfahren darf. Ja, ich habe bisher 2 LKWs kontrolliert. Davon hatte ich bei einem LKW tatsächlich Lenk- und Ruhezeitverstöße. Da war einmal die Lenkzeit um eine halbe Stunde überschritten. Das ist jetzt nicht so wesentlich. Allerdings war auch an einem Tag die Ruhezeit nicht eingehalten. Er hat in 24 Stunden normalerweise 11-stündige Ruhezeit zu halten und hatte nur 7 Stunden Ruhezeit eingehalten. Was heißt das jetzt? Das heißt für ihn, er bekommt eine Anzeige für den Verstoß. Aktuell jetzt für ihn hatte das keine weiteren Folgen, weil der Verstoß liegt schon länger zurück. Der war also vor 3 Wochen. Ansonsten, wenn es jetzt ein aktueller Verstoß gewesen wäre, also heute festgestellt, dass er gestern zu wenig Ruhezeit gehabt hätte, dann hätte man ihn die Ruhezeit nachholen lassen. Aber so liegt der Verstoß schon zu weit zurück.